Tja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog von BMIK. So, letzten Dienstag, also vor 2 Tagen, weiß ja nicht, wann das Video jetzt rauskommt, könnte ein bisschen dauern, habe ich mein Schätzchen abgeholt von der 36.000er Inspektion. Ja, die haben alles soweit überprüft. Wie das so bei der 36er, 30.000er üblich ist. Bei der 24er wurden ja auch die Ventile überprüft. Ventilspiel und so. Und bei der 36.000er ist das ja nicht nötig. Erst wieder bei der 48.000er. So, und dann hatten sie die Bremsflüssigkeit überprüft. Gibt es da irgendwie so ein Ding, was man da reinhält? Na, jedenfalls die Bremsflüssigkeit bei mir ist vollkommen okay. Alles ganz fein. Brauchte nichts gemacht werden. Ich hatte dann noch so ein paar extra Wünsche. Und zwar der eine extra Wunsch war, dass sie noch mal nachgucken, wenn sie den Tank runter haben und so, und man irgendwas wegen dem Rasseln hören oder sehen oder prüfen kann mit der Kettenspannung oder ob da irgendwas verstopft ist, dass mein Lüfter dann angeht, dass der vielleicht dieses Rasseln verursacht, aber war nicht. Und warum sie überhaupt den Tank abmachen mussten, war, weil ich einen neuen Luftfilter haben wollte. Der war jetzt 36.000 drauf und hätte vielleicht auch gar nicht neu gemusst. Aber bei dem Feinstaub, der so in der Luft ist und alles, wollte ich den einfach mal erneuert haben. Wurde dann auch gemacht. Und was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, ich habe wieder einen besseren Durchzug, wenn ich hier Gas gebe. Ich meine, das hat sich, also für mich hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, sonst keine Sachen gefunden worden, die hätten gemacht werden müssen. Außer Ölwechsel haben sie natürlich gemacht und Ölfilter wurde auch überprüft. Überprüft wurde auch gewechselt. Das ist ja bei jeder Inspektion, glaube ich, dass das Öl gewechselt wird. Naja, und jetzt ist alles wieder schick und funktioniert genauso, wie ich mir das vorstelle bei meinem Schätzchen. Also, ja, war nicht ganz billig. Wegen der Arbeitszeit natürlich. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Läuft und schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Tja, ich habe mir jetzt 0,1 bar mehr Druck auf die Reifen machen lassen, weil es wird ja jetzt bald wieder ein bisschen abkühlen und dann zeigt der Messer hier vorne von meinem Kontrollsystem auch 0,1 weniger an. Aber auch da ist eigentlich alles im grünen Bereich. Der Auerhahn, der guckt mich ganz schön sauer an. Das macht mir nichts, weil ich jetzt penne, und zwar auf seiner Auerhenne. So, mal eben einen kurzen Blick werfen. Wupp. Tja, wovon wollte ich denn noch berichten? Meine Inspektion. Mir ist schon gesagt, was da soweit alles gemacht wurde. Und dann hatte ich ja wieder eine Austauschmaschine für den Tag mit. Wollte auch erst Video zu machen, aber leider war der Tag scheiße, weil es hat geregnet. Und abends noch eine kleine Runde im Regen gefahren. Und was hatte ich wieder als Austauschmaschine, wie vor einem Jahr schon mal zur Inspektion? Ich glaube, meine erste
Inspektion war das, da habe ich das Video zur CMX 500 Rebel gemacht. Die war damals nicht ganz so ausgereift, wie sie heute ist. Die haben sie nochmal aufgehübscht für 2020. Und zwar haben sie da LED dran gebaut, also und vorne die Lampe ist jetzt LED und hat auch sowas wie eine kleine Verkleidung, die Lampe gekriegt. Das ist gar nicht verkehrt, sogar ein kleiner Windschutz dran sozusagen. Dann hat sie einen anderen Tacho bekommen. Und zwar ein Tacho mit Ganganzeige endlich. Das wird Pink Rider interessieren, die ja damals dachte bei ihrer Rebell, die hätte nur 5 Gänge, bis sie dann nach einem Jahr oder was endlich rausgefunden hat, dass ihre Rebell tatsächlich 6 Gänge hat. Und sie meinte ja, dass ihr Motorrad nur erwachsen geworden ist und deswegen jetzt 6 Gänge und 6. Gang bekommen hat. Aber tatsächlich hatte die schon immer 6 Gänge. Naja, und insgesamt hat mir das Motorrad wesentlich besser gefallen als damals. Die hat eine Sitzbank gekriegt, die jetzt gesteppt ist. Sieht auch richtig geil aus. Und lässt sich auch ein bisschen anders fahren. Ich weiß nicht, ob sie die Gänge noch verändert haben. Also mir kommt das vor, als wenn sie die Gänge noch ein bisschen verändert haben. Weil ich fahre ja hier teilweise mit meinem Schätzchen. Und die Rebell hat den gleichen Motor. Allerdings nicht mit 48 PS, sondern nur mit 46 PS. Die ist dann noch etwas anders abgestimmt, auch vom Getriebe her. Und die kannst du dann im 6. Gang zum Beispiel bei 60 zum Beispiel nicht im 6. Gang fahren. Da musst du mindestens 70 fahren, um den 6. Gang zu benutzen. Sonst schüttelt die sich und läuft unrund. Da ist meine irgendwie anders abgestimmt vom Getriebe. Aber sonst hat die mir unheimlich gut gefallen. Ist sehr gut gefahren. Hat sich sehr gut angefühlt. Wie gesagt, der ganze LED-Kram ist natürlich auch wesentlich hübscher geworden. Allerdings muss ich sagen, vom Sitzkomfort her, also ich habe da nicht mal eine halbe Stunde drauf gesessen, da hat mir schon der Arsch weh getan. Das kann natürlich auch sein, weil ich bin gewohnt, bei meiner hier so ein ganz bisschen nach vorne geneigt zu sitzen und nicht praktisch so richtig auf den Knochen hinten auf meinem Hintern zu sitzen. Das kann die Gewohnheit gewesen sein, aber so gesehen finde ich meine wesentlich komfortabler und bequemer. Aber nichtsdestotrotz hat die Rebel mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich fand sie ja damals auch in den Kurven und so ein bisschen schwammig. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen den Reifen geschuldet und so, aber die war natürlich sehr, sehr weich ausgelegt. Und das haben die jetzt ein bisschen abgeändert. Also mir kam das vor, als wenn die ein bisschen strammer geworden ist vom Setting. Und in den Kurven auch nicht mehr so schwammig und so wabbelig war. Hat mir sehr gut gefallen. Die hatte allerdings auch noch keine 1000 Kilometer runter, deswegen bin ich dann nur mal kurz mit auf der Autobahn eine Ausfahrt gefahren, so 130. Aber da ist die so bequem, problemlos hochgezogen. Also hat mir echt gut gefallen, das Teil. Muss man sagen, hat zum letzten Jahr noch mal einen richtigen Sprung gemacht. Und wie gesagt, mit LED und sowas
ist es sogar noch irgendwie noch hübscher geworden. War ja sowieso schon geil. Aber jetzt ist er noch besser. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat bei der Rebel, das war der, ja, die Bedienelemente. Also längs zum Beispiel dann den Blinker angemacht hast, da habe ich immer gedacht, ich hätte ihn schon ausgemacht, wenn ich da drauf gedrückt hatte. Aber ich hatte ihn gar nicht ausgemacht, der ist dann noch angewiesen. Der braucht wesentlich mehr Druck und präziseren Druck, sonst ging der Blinker gar nicht aus. Was auch so ein bisschen untypisch war, dass er dann nicht nur der Blinker nicht ausging. Sondern dass der Hupenknopf, den habe ich hier ja auch ziemlich groß. Und da war der schwarz und viel näher dran an dem Blinkerschalter. Und bin ich ein, zweimal tatsächlich auf die Hupe gekommen, als ich blinken wollte oder Blinker ausmachen wollte. Also das ist irgendwie nicht so doll gelöst. Fand ich nicht so schön, aber das ist natürlich auch Gewohnheitssache, ne? So, Schluss für heute und ciao!